Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow Hearts from the New World. Meine Pipi-Pause endete in einer 30-Minuten-Pause. Und ich versuche mich gerade zwanghaft daran zu erinnern, was ich eigentlich wenig in meiner Gruppe hatte. Also den Nathan hatte ich in meiner Gruppe. Danach kam der Frank, dann der Ricardo und dann Mao, gell? Und wenn wir alles mit einmal machen, dann müssen wir jetzt mal auf gut Glück probieren. Dann müssten wir eigentlich hinkommen. So, Nathan, Frank, Ricardo und Mao. Dann müsste das eigentlich passen. Weil es waren ja über 2300. Wir müssen nur gucken, dass es hoch und runter geht jetzt. Da ist sie wieder, die Kirufe. Jetzt bin ich natürlich auch raus mit dem kleinen Ring. Ich erkenne das manchmal nicht so richtig. So. Die Combo. Wir werden mal gucken. Gale Vortex hat halt mehr gebracht, gell? Wir schauen trotzdem mal. Kerufe geht nach unten. Kerufe geht nach oben. Kommt halt nicht so viel. Jetzt müssen wir immer noch 2000 machen. Mal den Frank. Kerufe ist jetzt oben. Frank Power. 966. Ah, das wird aber arschknapp jetzt. Dann geht sie nach unten. Ich bin gespannt, ob wir die jetzt treffen hier irgendwie. Okay. Okay. Nur jetzt halt mal den Ricardo. Die gute Kirufe. Würde ich so treffen? Habe ich irgendwas? Beim Rockbump könnte es wieder nach oben gehen. Braucht man noch. Mist, der kann nur eine Combo machen. Na gut, wenn ich es einmal verkacke, das kann man eigentlich auch aufhören. Ja, jetzt wird nichts.
bald mal fertig? Ah, es wird so leider nichts. Uns geht's wahrscheinlich wieder sehr schlecht. Was ist jetzt billiger? Ein Zelt ist eigentlich immer billiger. Ich muss mal gucken, wer mit Spezialangriff, mit dem muss man dann anfangen. Wer dieses Ringding drauf hat. So, Customize Ring. Irgendjemand von euch hat was drauf. Defend Down. Habe ich vielleicht hier irgendwie Defend... Nee, habe ich nur das. Instant Death, nee. Low. So, dann gehen wir nochmal los. Wir würden gern mal das hier versuchen, immer noch. Warum ich den hier noch nicht habe, verstehe ich auch noch nicht so richtig. With Airshot. What's your favorite rhythm? Ich versuche das trotzdem mal jetzt. So. No Frank. Gale Vortex. Dann ist er im besten Fall unten, dann können wir den Fast Snowball machen. Nein, ich hab die gedrückt. Oh, ich hab sie doch versaut. Ja, wir versuchen es trotzdem nochmal. Da geht's nach unten. Hmm.
Oh, 22 noch. Sieben, 22 sind 15 noch. Warte mal. Cat Touch geht nach oben. Dann könnte ich von oben nach unten gehen. Oh Gott. Oh nein, scheiße. Das mit dem O, ey. Das hätte so schön klappen können. Ja. Das wäre eh tot gewesen. Oh Mann. Sollen wir vielleicht statt dem Ricardo die Curvy Hilda mitnehmen? Fünf, drei, eins, sieben, eins, nee. Neun. Okay, wir nehmen mal statt dem Ricardo den Johnny mit. Ja, let's do this so. Dann tun wir das mal. Da geht's nach oben. Und da geht's nach unten. Okay. Rock, Javelin. Und Gale Rod. Ja. Gut, der macht aber einen Haufen Schaden. Nee. Schade. Wir müssen ihn erstmal nach oben katapultieren irgendwie.
Wenn wir ihn mit dem Rapid Shot nach oben katapultieren, dann müsste doch Gale Vortex funktionieren, oder? Gut. Das wird nix. Ich brauche erst noch 1000. Sage kaputt. Wäre es wieder ganz oben. Dann müsste ich das hier wieder nehmen. Zeig's mir. Ja, ja. Oh Gott, das hat ja ewig gedauert. Oh. Earth Resist. Oh. Okay. Das mit diesem Airshot. Das können wir eben halt nicht machen, gell? Aber jetzt haben wir das schon mal. Oh, wir haben es geschafft. Müssen wir das benutzen? Nee, müssen wir nicht. Aber müssen wir speichern. Oh Gott. So, jetzt haben wir die Curvy Hilda dabei. Sollen wir vielleicht mal hier reingehen? Gibt es hier jemanden, der die Curvy Hilda irgendwie fotografieren möchte vielleicht? Das wäre sehr schön. Okay, der erzählt wieder dasselbe. Nee. Nun gut, zu denen brauchen wir auch nicht gehen. Oh. Hier oben haben wir ja das Quiz gemacht. Willst du vielleicht meine Hilda fotografieren? Willst du vielleicht meine Hilda fotografieren? Hm. Niemand will meine Hilda fotografieren. Will jemand von euch meine Hilda fotografieren?
Ich komme hier einfach mal reingerannt. Da steht noch keiner, da sitzt noch keiner auf dem Stuhl. Okay. Gut, niemand will hier meine Hilda fotografieren. Dann gehen wir halt. Das hab ich gehabt. Die wohlgeformten Rundungen meiner Hilda sind nur für mich scheinbar. So, die reden nur über Wissenschaft und so ein Zeug. Ja klar, eine Uni. Ich habe jetzt hier oben links, da standen normalerweise Kisten auf dem Regal. Jetzt habe ich da zwei meiner Cosplay-Hüte hängen, oder es stehen, die liegen da drauf auf diesem Regal. Und jetzt habe ich immer das Gefühl, dass da oben ein Tier sitzt, weil da Federn und alles dran sind. Aber da oben sitzt kein Tier. So, Grand Canyon brauchen wir nicht. Wir gehen mal nach Chicago und fragen den mal, ob wir irgendwelche Kärtchen haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, das haben wir alles schon gemacht und ich habe es nur vergessen. Will hier jemand die Hilda fotografieren? Willst du die Hilda fotografieren? Siehst du neu aus? Nee. Der will nicht die Hilda fotografieren. Haben wir hier schon die Hilda fotografieren lassen? So, die Männer. Irgendeiner von den beiden ist Lotterietyp. Oh, du bist neu hier, oder? Bist du neu? Du bist der Lotterietyp. Ach. Wer bist denn dann du? Okay, willkommen in Chicago, mysteriös und alles. Willst du Hilda fotografieren? Nee. Komm ich da rein? Prospect? Ach, da ist die Tür. Die Girls? Hier ist noch ein Girl. Oh, Entschuldigung, Girl. Wie alt sind wir eigentlich? Dürfen wir in so einem Etablissement dabei sein? Quiet Susie. Die leise Susie. Was gibt's hier? Hey, yo, Gangsters. Wir sind Stuff. Das ist kein Problem. Hi, willst du die Hilda fotografieren? Lobsters. Ich muss da immer an Hummer denken. Heißt nicht Lobster auch Hummer? Das haben wir noch aufgemacht, gell? Ja. Nee. Niemand will die Hilda fotografieren, dann geh mal eben halt. Chicago. Bist nicht nett. Alcatraz Prison. Ich weiß auch nicht, ich will nicht zurück ins Gefängnis. Aber vielleicht will ja der andere die Hilda fotografieren. Wieso können wir nicht einen normalen Eingang rein? Komm ich hier weg? Also. Haben wir schon die Kiste? Mhm. Hier ist eine Tür. So, wir reden nur mit dem. Willst du die Hilda fotografieren? Okay, nein. Hier, ich hab den Ricardo dabei. Ist auch nix. Nix in diesem. Was er aber für eine schöne Zelle hatte. Nun gut, gab's hier noch irgendwo jemanden? Nee, gell? Können wir eigentlich wieder gehen. Lauf mal einmal durch. Leider
Ich weiß auch nicht. Hier kämpft ja niemand mehr gegen uns. Voll schade. Ich weiß gar nicht, wie ich Wumpy fotografieren soll. Na. Jetzt haben wir schon. Da haben wir auch ein bisschen schon rumgemacht. Hier haben wir auch schon alles. Gut. Nee, dann gehen wir. Guck mal da. Gibt's hier noch irgendwo was? Was passiert, wenn ich in das Licht reinlaufe? Nichts. Da rein? Nee, natürlich nicht. Nein. So, wir laufen mal in den Ecken. Was für eine komische Wolke da. Oh, da steht was. Steht da was? Ja! Ein Ringfragment. Ja, na, das ist doch super. Das hat doch jetzt sogar was gebracht hier lang. Kann das sein, dass ich jetzt einfach wieder den Ausgang unten raus muss? Och nö. Na, das ist ja jetzt doof. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.